Aperture Science Innovators. Ja, ganz nette Werbung, muss man sagen. Also diese Werbung im Fahrstuhl ist mal was anderes als dieses ständige Gedudel. Stattdessen bekommt man halt eben ein paar, ja, Werbung einindoktriniert. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Natürlich. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Ja. Halte dich also in Topform, dann steht natürlich eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Juhu! Limousinen! Dann tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Das. Ja, das ist ganz stumm. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Ha, ha, ha. Wann ist die ein Witzbold? Ja, gut. Exit. Dann geht's jetzt wieder raus. Oder auch nicht. Hallo, Cave Johns. Thank you for your participation. Aber da geht's anscheinend nicht raus. Ich habe aber gegenüber, gerade eben, hier rechts, habe ich. Da ist eine Wand. Da kommt garantiert ein Portal dran. Da drüben habe ich doch was gesehen. War ich mir doch sicher. Hehe. Pump Station Beta. Neue Pump Station. Hihi. Oh, nee, hier ist nichts. Hebel. Da haben wir doch bestimmt irgendwo einen Aktivierungshebel oder sowas. Bestimmt da oben. Ganz bestimmt. Na gut, setzen wir das mal ein bisschen tiefer. Ah, okay. Ja, gehen wir erstmal runter. Klingen. Wir müssen erstmal da hoch. Ach nee, ich war schon richtig da. Ah, okay. Hab's verstanden. Ich glaube, ich hab's verstanden. Wir müssen erstmal hier runter. Auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann kann ich hier hin setzen, das Portal. Und dann fliegen wir auch rüber. Ha! Hätte da wohl nicht mitgedacht. Gel Pressure Control. Blaues Gel, das kennen wir schon. Und jetzt gibt's auch noch orangenes Gel. Cool. Alpha-Strahlung. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das gelbe Telefon. Direkt zum Präsidenten von Usbekistan. Die haben gelbe Telefone. Ansonsten sind es normalerweise rote, aber die haben gelbe. Hallo. Oh, diese. Was ist das denn hier für eine Kugel? Wieder so eine riesige Kugel. Control Room. Alles kaputt. 1971 gebaut. Okay, wenigstens sieht man so langsam die Entwicklung. Sei gegrüßt, mein Freund. Hallo. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Weiß ich doch. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Ich kenne dich aus der Alpha-Anlage. Du hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Ja. Black Mesa kann mir nicht mal ganz genüsslich. Oh. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? Hier! Ich! Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Hallo. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Wie, du kannst nicht dabei ernst bleiben, ja? Du hast doch selber gesagt, wir sind die Besten der Besten. Und, ja, ich verstehe schon, worauf das Ganze wieder hinausläuft. Ja, ja, wieder irgend so ein Typ, der uns beleidigt. Aber Black Mesa mag ich auch nicht, ja? Die ganz komisch waren die hier. Mein Cousin, ja, hier mein Cousin Gordon, der arbeitet dort bei denen. Und der hat Sachen erzählt, was da gelaufen ist. Das war echt nicht mehr schön. Keep to the lift, do not litter. Da geht's nicht lang. Ja, gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Ja, der hat Sachen erzählt. Da von Black Mesa. Die Arbeitszustände sind echt unmöglich. Oh, hallo. Cave Johnson. Siehst aber schon ein bisschen älter aus. Also wie er gesagt hat, wie er von den Wissenschaftlern gemobbt wird.
Und da sind auch einige Security-Leute, die tun ständig so, als wenn sie ihm helfen wollen. Und in Wirklichkeit fressen die den ganzen Tag nur Donuts. Also was der da erzählt hat. Also ich kann Cave Johnson, ich kann nicht verstehen, weshalb du von Black Mesa alles andere als angetan bist. Also, warum sind wir hier? Hier ist doch nix. Wo soll denn das hier weitergehen? Hm. Da oben? Achso, normalerweise kämen wir hier unten, aber anscheinend nicht. Okay. Ja. Wir sind ja in der Zwischenzeit geübt. Und da wissen wir, dass wir hier rein können. Ja, geht. Und hier ist nichts. Tja. Gut, dann ist hier halt nichts. Darüber müssen wir. Reicht das, wenn wir... Ist hier irgendwo was, wo wir hinfliegen können? Ja, mal schauen. Ich drück, speichern wir erstmal und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Au. Okay, das war nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Na gut, nochmal. Nein! Ach, fuck. Ach, fuck. Patsch. Au. Au. Das tat weh. Das tat wirklich weh. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Was ist das da eigentlich? Wenn wir hier lang fliegen, bringt das irgendwas? Ausprobieren. Hui. Au. Das bringt auch nichts. Gut, dann hätten wir das auch mal ausprobiert. Nein. Och, Mist. Gehen wir nochmal nach da oben. So, von hier oben muss doch irgendwas sein. Ich meine, wenn wir hier runterspringen, dann fliegen wir doch. Wir müssen da doch irgendwie rüberkommen. Aber wie? Vielleicht, wenn ich das nochmal ausprobiere, wenn ich das weiter oben setze, vielleicht bringt das was. Au. Nein, das bringt auch nichts. Gut. Also müssen wir was anderes suchen, wo wir lang müssen. Also hier ist nichts. Da drüben ist auch nichts. Also da ist der Aufzug in die nächste ja, Kugelkammer oder so. Hm, gar nicht mal so einfach hier momentan. Wobei ich denke mal... Da drüben waren wir noch nicht, hier auf der Ebene. Versuchen wir es mal. Müssten doch, wenn wir hier fliegen, genau da drauf kommen. Versuchen wir es da mal. Da sind wir schon mal angekommen. Ha! Hallo? Hä? Der Süße war total. Au. Au. Alter, es tut mir leid. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. Ja, ja. Halt ihn mir vom Leib. Ah, das ist so genüsslich. Ja. Komm hier, pick zu. Pick zu. Na komm. Er hasst mich. Ja, pick zu. Na gut. Hallo, Vogel. Oh, Vogel. Hm. Oh. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Na, ich hoffe, du lässt mich diesmal wirklich frei. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Ach so, ja, das... Ah, das ist natürlich... Das noch weniger als dir. Schließlich wurde ich gerade teilweise von einem Vogel aufgefressen. Jetzt lass mich doch mal ausreden, ja? Vibe. Ich glaube, der Vogel kommt. Heb mich auf. Na, ich will doch hier gerade auf dich antworten und du lässt mich aber nicht. Also, wir halt die... Noch viel Spaß bei unserem ja, halt die Klappe. Ich gebe zu, manchmal ging es zu weit. Weißt du was? Die schmeiß ich weg. Hä? Du stehst mich. Was soll denn das? Hoch. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Lang. Halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke,
Ja, sei ruhig. Jetzt müssten wir aber doch darüber kommen, ne? Wir haben das ja vorhin schon mal ausprobiert. Diesmal müsste es ja klappen. Deshalb tragen wir diese komischen Kartoffeln noch mit uns rum. Oh, ein Aufzug. Mal schauen, ob uns diesmal wieder ein kleiner Werbeeinblendung vergönnt ist. Hui. War hoch. Ja. Cave Johnson here. This is a test chamber. Four walls, ceiling and a floor. Good enough for science. Not aperture science. Gentlemen, I give you panels. The planks of tomorrow. Fully configurable. Infinitely variable. Safe. Aperture brand panels will assist your test subjects every step of the way. That is not a panel. That's a crusher. We sell them too. So, ja, sehr interessant. Also ich muss schon sagen, Ideen haben sie ja. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. Oh, das Wiedersehen. Ist in der Zwischenzeit was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Was? Hä? Warum wiederholst du Carolyn? Bist du bekloppt? Oh, da. Orangenes Gel. Hui. Was ist das? Ah. Ah, okay. Thank you. Ja, thank you kann ich dir auch geben. Ups. Was passiert, wenn ich hier drücke? Ach, dann fließt das Gel. Okay. Was macht das Gel? Probieren wir es mal aus, indem wir da mal so ein bisschen verteilen. Dann schauen wir mal, was das macht. Oh. Okay. Was macht dieses Gel? Hä? Oh, es macht uns schneller. Oh, das ist ja cool. Schnell machendes Gel. Habe ich so verstanden. Das kriegen wir hin. Moment, dann kann ich auch noch mal. Ups. Na gut, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir dachte. Ha, hier kommen wir aber jetzt einfach rübergerannt. Das ist ja cool. Pfeile nach rechts. Ja, das ist, hört sich sehr vertrauenswürdig an. Und da geht's dann nirgendwo hin. Moment. Dann machen wir das blaue Portal mal dorthin. Dann können wir wieder zurück. Dann mache ich das Portal hier hin. Und wenn ich jetzt drücke, muss das Zeug ja da hinten verteilt werden. Ganz genau. Damit sollten wir doch hoffentlich genug Schwung aufbauen können, um da rüber zu kommen. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich das blaue Portal mal hier hin. Dann kann man nämlich in einem durchrennen. Hehe. Hui. Patsch. Hat geklappt. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Das Spielchen kennen wir ja schon. Mist. Mist. Mache ich denn das jetzt? Muss ich jetzt hier etwa wieder komplett unten rüber rennen? Nur dann da durch das Portal zu rennen und platsch. Wenn wir hier wieder drücken können, jetzt kann ich hier wieder das Blaue setzen. Genau. Kartoffel, sag mal was. Ach, ist kaputt gegangen. Leuchtet auch nicht mehr. Habe ich so verstanden. Oh. Das Spielchen kennen wir ja schon. Oh ja. Oder aber ich hole einfach den Würfel. Tja. Das wäre natürlich zu einfach gewesen, einfach den Würfel zu holen. So, wenn ich jetzt den Würfel hier drauf setze, der auch schon ziemlich orange aussieht, dann wird die... Achso, die Platte geht hier ja hoch. Und dann hole ich hier mal ein bisschen Speed. Ich hole ein bisschen Speed. Hahaha. Und es passiert nichts. Mist. Ah, vielleicht, wenn ich doch nochmal hier ein bisschen Geschwindigkeit aufbaue. Ja, so hat's gereicht. Okay, ja, und nu? Ah, okay, habe verstanden. Wenn wir jetzt hier nämlich mit Vollspeed durchrennen, dann sollten wir genug Geschwindigkeit haben, um an den Knopf zu kommen. Genau an den. Und jetzt haben wir einfach nur dafür gesorgt, dass das da reicht.
Ha, sind durch. Do not, was? Do not leave your belongings here. Loiter for more than 20 minutes. Okay, touch the glass. Natürlich, das machen wir nicht. Do wear a shield and shoes at all times. Move quickly through your test track and do not forget to not touch the glass. Also ganz wichtig ist anscheinend, dass wir kein Glas anfassen. Ja, was werde ich wohl machen? Ich werde natürlich das Glas anfassen. Emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe.